Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Vorgetechnik. Ja, und ich bin auch dabei. Ja, und zufällig. Nein, Spaß. Aber nur ganz zufällig und wie unprofessionell. Ich habe eiskalt mal ein Item in dem Inventar. Ja, wie ihr schon lesen könnt, Mega Wargi Brücken, let's show. Genau, die Brücke ist komplett fertig und wir haben ja, also was heißt komplett, zeigen wir euch gleich. Wir haben ja versprochen, dass ja, wir euch die Brücke zeigen, sobald sie fertig ist, und das machen wir jetzt. Natürlich ich dazu auch noch. Kein Skin, ne? Nein, ich habe eigentlich für René auch keinen Skin. Und vielleicht hört man es so ein bisschen, ich habe ein neues Mikro. Ich hoffe, das hört man ein bisschen mehr. Ja. ja, hier erstmal so eine Karte, die haben wir auch schon mal in den 6 Fotos von Megawalker gezeigt. Richtig episch. Und das da, Leute, das sieht doch mal ernsthaft aus wie ein Gesicht. Das ist ein Auge und das hier ist der Mund. Also, als ja, ich das gesehen habe, dachte ich mir so. Habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Richtig geil. Ja, das sieht schon lustig aus. Oh mein Gott, das ist einfach nur episch. Ja, und gut, ich würde sagen, ich hole mir erstmal meine Standardsachen, Kompass und ja, Holzachs, das ist das von Wichtigste. Außen hat sich jetzt noch nicht wirklich viel getan. Nee, also, ja doch, dieser Aufbau hier oben ist neu gekommen, der Ja, ist aber noch aber. nicht fertig. Also hier ist so ein bisschen was und da. Was hier drin ist, ist einfach nur so ein kleiner Ausgang nochmal. Ganz, Aber das ganz ist eine Special-Effekt, wollen wir nicht zeigen, oder? Doch, Haben wir schon mal gezeigt? können wir eigentlich schon zeigen, ja. Ansonsten ist das irgendwie so ein bisschen kacke. Und zwar hatte sich ja der Verehrte, muss ich ablesen, Xamo, der auch immer freundlich unsere Videos kommentiert, gewünscht, dass er so ein, ja im Endeffekt so ein TNT, nee, eigentlich nicht mit TNT, sondern einfach nur so ein Auswurf im Endeffekt. Schleudersitz. Schleudersitz, genau, hat er sich gewünscht. Und das haben wir umgesetzt. Erstmal ist hier die orangene Etage, wie man sieht. Hier kommt man von den Schnellgängen her, hier, so. Und dann geht es hier in der Mitte hoch. Und dann habe ich hier auch gleich meinen Schleudersitz. Hier mit Licht, das ist aber noch nicht angebunden. Also hier soll es nicht rausgehen, hier oben. Falls ihr jetzt, also hier an der Seite. Nein, hier soll es nicht rausgehen, hier soll es einfach zu den weiteren Etagen gehen. Also es wird noch höher, es wird noch ein bisschen breiter. Ja. Erstmal, das am besten, soll ich das machen? Ja, ich mach. Also hier, ihr könnt eigentlich fast gar nichts falsch machen. Ihr könnt hier nicht reinfallen, kein gar nichts. Ihr setzt hier einfach in die roten Blöcke TNT, drückt den Knopf und rennt nach vorne. Und dann werdet ihr rauskatapultiert. Das hat jetzt nicht einwandfrei funktioniert. Ich zeig das nochmal, wie man es am besten macht. Und zwar muss man sich möglichst in die Mitte des Blocks stellen. So. Und damit man richtig hoch katapultiert. Man kriegt dabei nicht, also man stirbt dabei natürlich nicht. Wenn man es aber. Von oben schauen. Ja. Ja, man hat es gesehen. Man kriegt zwar ein bisschen Leben abgezogen, aber. Ja, also wir kämpfen ja sowieso in Deo-Rüstung und so im Mega-Wargame, von daher ist es relativ egal. Ja. Gut, das war es auch schon von dem Let's Show und bis dann. Spaß. Okay, wir gehen einfach mal in das Mega-Wargame durch den regulären Eingang rein. Ja, das war ein bisschen weit. So. Kommst genau. Du? Ja. Okay. Ich muss erstmal. Ich hab noch gerade was geguckt. Sollte den Kompass benutzen. So. 3, 4. 1, 4, 5. 1, 5. 1, 2, 4. So, auch ich kann das ohne einen Fehler. So, das kennt ihr natürlich schon. Eingabe hier, bla. Und dann geht's los. Und einmal resetten, genau, danke. Ich wollte es zumachen, bevor du hier drin bist. Tja. So, und dann geht's zum epischen Moment. Die Hauptkarte ist aktiviert. Ja, wird immer noch nicht ausgespuckt. Nein, wird sie noch nicht, weil du das noch nicht umgebaut hast. Du sollst mal umbauen. So, und. Da-da-da-da. Okay. Was ist das? Ihr müsst euch die gesamten Blöcke hier wegdenken. Also, das hier ist erstmal so die Brücke. Das hier ist der Hauptbereich und hier hinten geht es dann zum Schadenssensor, zu dem 3D-Schadenssensor. Also die Wolleblöcke, die müsst ihr euch wegdenken. Genau, die müsst ihr euch komplett wegdenken, weil orangener Block ist immer für das, was komplett fertig ist, welche Funktion komplett fertig ist. Eine, hier diese magentafarbene Funktion ist immer eine Funktion, die an sich schon vergeben ist, also die hier, ja im Endeffekt
wo man weiß, was sie machen soll. Und dann haben wir auch noch mal eine. Genau. Haben wir noch eine? Ja, nee, haben wir nicht mehr. Nee, haben wir nicht mehr. Und freie sind halt einfach, wo nichts ist. Ah, nee, doch. Wie war das? Das ist Magenta. Ach, egal. Auf jeden Fall ist das so, dass die Funktionen an sich schon vergeben sind, aber noch nicht verkabelt sind. Also, wenn ich hier draufklicke, passiert noch nichts. Außer, dass sich der T-Flip-Flop aktiviert. gut. Wo fangen wir am besten an? Also, wie gesagt, ihr müsst euch die Sachen wegdenken. Das können wir hier auch mal ganz eben machen, weil das habe ich ja sowieso im Kopf hier. Ihr kommt in die Brücke rein und seht als allererstes dieses Multifunktionsschadenssystem. Schaden, nee. Stimmt doch. Multifunktions. Ereignisanzeige. Anzeigesystem. Ereignisanzeige Ja. im Endeffekt. Das ist das, was wir auch schon ganz oft gezeigt haben. Dieses System hier mit den fünf verschiedenen Lampen. Die Sechs. gleiche Glocke benutzen. Sechs, die gleiche Glock benutzen. Also, das heißt, wenn da was aktiviert wird, blinken die gleichzeitig. Da haben wir hier Das, ich einmal. sehe direkt schon einen Fehler. Welcher? Das Eindringen. Haupttor wird groß geschrieben. Haupttor wird groß geschrieben, richtig. Schwerer Schaden registriert. Das ist der hier. Der ist rot. Ist also sehr wichtig. Dann haben wir hier einer der vier wichtigsten. Nee, das ist irgendwie, das ist orange. Das ist nicht so unglaublich wichtig. Einer der vier wichtigsten Schadenssensoren ausgelöst. Das können wir mal ganz kurz zeigen. Das hatten wir auch irgendwann mal schon gezeigt. Das ist hier oben. Hinter der SFA. Bla bla. Hier. Genau, das hier sind 3 plus 4. Das sind so halt die wichtigsten. Und dann wird dieser Pisten hier aktiviert, wenn einer von denen aktiviert wird. Und so funktioniert das ganz easy. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, so. Gut, dann haben wir hier eine Funktion. Code vom Haupttor dreimal falsch eingegeben. Und zwar gehst du mal am besten zum Code und drückst dreimal hintereinander Eingabe. Also wenn man jetzt aus Versehen eine falsche Ziffer aktiviert, funktioniert das nicht. Dafür ist das Codeschloss nicht Oh, ich glaube, ich ausgelegt. habe gerade einen Alarm ausgelöst, ne? Ja, Eindringling Haupttor. Ja, ich bin dann durch das Haupttor durchgegangen. Also durch diese Ja, Tür. Problem jetzt, wenn das aktiviert ist, ist der Pisten hier, funktioniert hier ein Pistenhinter, weil das so zu machen ging irgendwie nicht anders oder wir haben es nicht hingekriegt, keine Ahnung. Ich zumindest Ja, nicht und warte, deswegen ich hört man guck jetzt immer gerade, so ein wo ich Pisten. das resette. Ich kann das selbst hier resetten. Warte mal, Eindringling. Achso, Haupttor stimmt, kannst reset. du. Komm schon da. So. Ja, stimmt. So. Gut. Ja, sieht man schon mal, wie das funktioniert. Das ist ja richtig gut. Okay, bist du beim Codeschloss? Okay, drück mal Eingabe. Hab ich schon Dr zweimal. okay, Jetzt dann drück kommt das jetzt dritte nochmal. Mal. Und. Ja, Code vom Haupttor dreimal falsch eingegeben. So, dann kann ich das hier natürlich resetten. Haupttor Code reset. Ah, nee, das ist falsch. Falscher Code, Ja. Haupttor reset. So. Jetzt. Dann. Fliegst du mal in die Brücke. Und ich gebe jetzt mal einen Code ein. Und da gibt es dann einen Button, der heißt falscher Code, falscher Code. Nee, Haupttor Code reset, genau. Also ich gebe jetzt hier mal was ein. War mal. 3, 4, 1, 5, Haupttor Code Reset. 1, 5. Hallo? Ach, ich bin dumm. 1, was? 1, 4, 5. Alter, ich bin zu inkompetent dafür. So. So, und jetzt, ich gebe den Code einfach mal zu Ende ein. So. Und jetzt kannst du mal den Code Reset drücken. Genau, funktioniert ganz easy, einfach von der Brücke angesteuert. Der gleiche Knopf, was der hier bewirkt, der Reset-Knopf. Und wenn man dreimal hintereinander auf Eingabe drückt, ohne dass der Code richtig ist, wird halt mit diesem Counter hier gezählt, dass ein falscher Code aktiviert ist. Also das ist der Counter, den habt ihr auch schon mal gesehen. So, was können wir noch zeigen? Dann haben wir hier noch Eindringling Kern. Das ist, wenn diese Tür hier zu ist, dann ist dieser hier aktiviert. Und sobald man hier rüber geht, wird das aktiviert. Dazu auch nochmal eine ganz coole Sache. Ihr seht ja jetzt, hier ist die Hauptkarte akzeptiert. So, wir machen mal hier das Ding auf. Öffnen. So, ihr seht jetzt, das ist hier auf. Dauerhaft. Und jetzt bin ich mal ein ganz böser Griefer.
Achtung. Oh mein Gott, Malte, du bist Ja, böse. ich bin richtig böse, ey. Ich groove mich jetzt hier einfach mal durch. Und dann seht ihr hier den Code. Ich mache das hier alles extra wieder ganz. So, und du kannst ja selbst mal sagen, gucken, René, der Übergang zum Haupttrakt ist jetzt offen, ne? Oh jo. Okay, jetzt gehe ich hier rüber. Und der hier wird geschlossen. Heißt, wenn man sich hier durchgreift, wird der nächste Eingang direkt geschlossen, ohne dass man irgendwas machen kann. Also das heißt, man kann nicht direkt durchlaufen. Dann greife ich mich hier nochmal durch. Oh, okay, jetzt habe ich den aktiviert. Oh, schrecklich, schrecklich, böse, böse. Und dann wird das Tor geschlossen und die Hauptkarte wurde deaktiviert. Das heißt, hier ist jetzt keine Hauptkarte mehr drinne. Wäre sie auch nicht, weil das ändern wir ja sowieso noch. Und die Hauptkarte ist weg. Das heißt, du kannst mit der Brücke hier nichts mehr anfangen. Hast du jetzt die Hauptkarte wieder aktiviert? Nee. Nee, nee. Achso. Wir können hier ganz viel drücken. Blablabla, es passiert überhaupt nichts. Das Einzige, was funktioniert, ist hier die Schadensanzeige. Und das war's auch schon. Und ja, resetten kann man das natürlich mit, indem man die Hauptkarte wieder einlegt. Auch nur so, anders geht das nicht. So, und dann funktioniert auch wieder alles gewohnt. Dann geht das Haupttor wieder auf, weil das ja hier abgegriffen wird. Und das können wir auch hier wieder schließen. Und der Eindringlingsalarm wird resettet. Genau, und alles wird halt resettet. Alle Alarme, die vorher auch da waren. Gut, dann haben wir hier nochmal ein paar coole Sachen. Das ist zum Beispiel Haupttor offen und Außentor offen. Das können wir mal von hier einfach machen, weil wir so faul sind. Haupttor öffnen, schließen. Haupttor offen. Und Außentor geht Haupttor auch wieder noch. zu. Genau. Bitte. Aus. Außentor geht auch noch. Öffnen, schließen. Ah, jetzt. Okay. So, jetzt war es ganz kurz auf. Dann können wir natürlich noch das Außentor verriegeln. Das ist auch ganz einfach. Ich glaube, dann kommt man von innen noch raus oder gar nicht mehr. Ich muss mal gerade gucken. Kann er nicht. Gar nicht. Eigentlich nicht. Mal sehen. Doch, Also. das geht noch, aber man kann halt von außen nicht mehr aufs Tor zugreifen. Das geht nicht, genau. Ja. Kommst du rein? So, das dazu. So, wir hasten das jetzt gerade ziemlich durch. So, dann. Ja, gut. Was fällt einem denn direkt auf? Keine Ahnung. Also, wir können jetzt die einzelnen Funktionen von rechts einfach mal durchgehen. Es wird hier geben: Aufzüge sperren. Da kommen wir gleich zu. Außentor öffnen, schließen hatten wir gerade. Verriegeln auch. Öffnen, schließen des Haupttors. Haupttor verriegeln. Das heißt, man kann das gar nicht mehr öffnen von außen. Haupttor-Code-Eingabe. Das ist einfach. Gib mal ein, dann wird der Code vorne eingegeben. Ist einfach eine Funktion, die, denke ich, ganz lustig ist. Lichtgrauer Bereich, lichtblauer Bereich, lichtroter Bereich, lichtorangener und hellgrüner Bereich ist, ja, Licht, der Kampfetagen. Also, das hier alles sind Kampfetagen. Und, ja, gut. Dann Schadenssensor und Ereignisanzeiger an- und ausschalten. Das heißt, jetzt ist sie ausgeschaltet, jetzt passiert hier gar nichts. Jetzt, wenn hier irgendwas passiert im Orgel, wenn Schaden oder so aktiviert wird, dann Ja, geht die Anzeige nicht. ja, dann geht er halt nicht. Dann drückt man hier drauf, dann ist die Anzeige da oben angeschaltet, die Ereignisanzeige. Und der hier, und zwar zeigt er standardmäßig den leichten Schaden an. Heißt, wenn jetzt irgendwo ein leichter Schaden wäre, wird das jetzt angezeigt. Dann haben wir hier einmal Schadenssensor schweren Schaden dauerhaft abrufen. Jetzt wird dauerhaft Was? der schwere Schaden abgerufen. Bitte? Wenn ihr wissen wollt, ob der dauerhafte Schaden angezeigt wird, könnt ihr in den Seiten gucken. Genau, diese Lampen, Leuchten. die leuchten dann genau. Weil, ja, ansonsten kommt Ja, man ja weil zu hoch. Baum. Genau. Dann haben wir hier Schadenssensor kurzer Rhythmus. Da wird in einem Rhythmus ja im Endeffekt der leichte und schwere Schaden abgerufen. Ihr seht das hier. So, und dann haben wir nochmal einen langen Rhythmus. Wichtig, man sollte die Clocks nicht überkreuzen lassen, sonst kommt Müll raus. So, ich glaube, das ist eher der Rhythmus, den man am ehesten irgendwie verbauen würde.
würde ich jetzt sagen. Ja. Weil das andere laggt auch ein bisschen sehr. Dann haben wir hier Lichtschadenssensor. Okay. Lichtbrücke. Das ist dann schon mal etwas spektakulärer. Da geht nämlich die ganze Brücke aus. Wichtig, das hier ist an, wenn die Hauptkarte aktiviert ist. Heißt, wenn diese Treppe leuchtet, dann ist die Hauptkarte aktiviert. Kommen wir hier einfach mal. Kommt gleich zu. Ja. So. Licht hellgrauer Bereich. Das ist das Deck mit. Ah, oh, ich hab's vergessen, keine Ahnung. Das ist das Deck hier vorne, glaube ich. Ja, genau. Das ist das, im Endeffekt, keine Ahnung. So ein Mitteldeck, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Lichtgrüner Bereich, das ist, das weiß ich gerade gar nicht. Dann Außenlicht-Tagesbeleuchtung. Das war die eine Beleuchtung. Genau, wir haben ja so zwei Beleuchtungen drin. Außenlicht-Scheinwerfer, das waren dann die anderen Scheinwerfer. Wir haben ja zwei unterschiedliche. Das kommen wir Dann gleich zu. kommt noch die illegale Unterbodenbeleuchtung. Die ist in Genau. Deutschland leider verboten. Deswegen ja, dürft ihr das nur im Ausland, das Programm benutzen. Genau. Also wahrscheinlich, wenn wir hinterm Borgerlicht haben oder auf dem Borgerlicht haben, ist das Außenlicht inbegriffen mit der Unterbodenbeleuchtung. Also weil Ja. wir haben tatsächlich weniger Funkt zu wenige Buttons hier, als dass wir so viele Funktionen einbauen können. Also wir haben Deswegen haben jetzt. wir ja auch schon die Buttons in der Mitte. Ja, eben. Also die Buttons hier, die sind erst vor kurzem entstanden. Also das sieht man hier auch unten, weil hier noch. Ja, weil es ja noch alles frisch ist. Ja, funktioniert mit Pistons, die jetzt einfach hier runterschieben. Wie auch immer, also wir haben hier drei Funktionen fürs Außenlicht. Dann hellgrauen, hellgrünen Bereich, Abschau Bereich, genau, Bereu Bereich, Bereich. Alter! Junge, Bereich abschotten. Ihr habt ja gesehen, auch in den letzten Zwischenständen, dass überall Shots sind. Die werden dafür natürlich benutzt. Orangenen Bereich abschotten, blauen Bereich abschotten, grauen Bereich abschotten, roten Bereich abschotten und Kern abschotten. Für eine Funktion alles abschottens hat es dann nicht mehr gereicht, weil hier noch Brückentor offen schließen ist. Dann gehen wir hier nochmal kurz hin, dass das Brückentor für kurze Zeit öffnen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also das hat gerade irgendwie gepasst, das da so einzubauen. Es passt perfekt, wenn man hier nochmal hochgeht. Man hat genug Zeit, um hier rauszugehen. Also es ist nicht nur, dass man sich hetzen muss. Da hat man hier direkt neben einen Notausgang. Plupp, dann wird man hier einfach unter die Brücke keine Ahnung. Dann fällt man hier einfach unter die Brücke. Ist jetzt nicht sehr spektakulär. Fallen Hier, gelassen, ja, hier, ausgespuckt. ja, hier auf der rechten Seite auch nochmal. Und dann haben wir hier einen ganz wichtigen Button, der auch relativ gefährlich ist, sage ich jetzt mal. Weil wenn man die Hauptkarte verloren hat und diesen Button drückt, ist man im Endeffekt im Arsch. Dann kann man nichts mehr machen, als nur noch Kanonen bedienen. Also Kanonen sind da natürlich nicht inbegriffen. Wenn man den Button drückt, dann wird die Hauptkarte deaktiviert. Das heißt, dieser T-Flip-Flop, der hier unten ist. Was heißt T-Flip-Flop? Dieser Mechanismus wird aktiviert. Kannst einfach mal machen. Okay, warte. So, und im Endeffekt ist jetzt alles wieder im Ausgangszustand, wie man das nennen mag. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist jetzt alles so, dass man nichts mehr benutzen kann. Und ich glaube auch, dass die Brücke dann zugeht. Das können Die wir mal Karte ist auf jeden austesten. Fall weg, also geht die Brücke zu. Stimmt. Ja, muss ja, genau. Also immer wenn die Karte weg ist, geht die Brücke zu. Ach ja, und was wir mal zeigen können, hier, ich resette mal eben. Dann geht das Licht hier aus. Und wenn wir jetzt das Licht komplett ausschalten hier. Ja, wie soll das funktionieren ohne Hauptkarte? Oh mein Gott, ey. Hey. User left your channel. Okay. Launen ist weg. So, dann. Okay, dann resetten wir mal die Hauptkarte. Dann sieht man hier, während jetzt keine Lampe aktiv wäre, hier so kleine Lichtbugs, die sind hier extra mit so Glowstone User gemacht. disconnected from your channel. Okay, geht ruhig alle, ist jetzt kein Problem. Ja, Ja, und dann kommt man halt hier raus und das ist auch nochmal so ein kleiner Punkt. So. Okay. Wir machen mal jetzt Licht an.
Genau, hier sind die zwei. Aufzüge. Was damit? Die wollen wir noch sehen. Ja. Hier sind die zwei Brückenausgänge, die sozusagen wirklich eigentlich als nur als Ausgang dienen. Also da kann man auch nicht wieder reingehen. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen fail, dass der eine früher zugeht als der andere. Das war technisch vielleicht anders machbar, aber keine Ahnung. Ja, da war die Technik des Hauptors im Weg, weil hier hinter direkt die Technik davon ist. Auf jeden Fall ist da ja das Haupttor hier, das dauert halt zu lange, um da rauszugehen. Das heißt, wenn hier irgendwie ein Gegner kommt, kann man hier schnell rausgehen. Und dann ist man hier und hat dann direkt nochmal einen Notausgang, der hier unterm Teppich liegt. So. Bricht sich dabei schön die Beine und dann. Ja. Ja, und dann wären wir wieder hier. Und jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schluck trinken und René kann euch die Aufzüge mal eben zeigen. Muss nur wissen, wie man am besten hinkommt von außen. Ne? Nee, am besten über die Schnellgänge hier. Stimmt. Ja. Ja, mal rot für nicht durchgehen und gelb für durchgehen, weil das einmal in die eine Richtung ist und einmal in die andere. Oh, geht. So, Ohrenflash. So, hier geht's dann wieder zurück. Genau. Ja, Hier schöne Aufzüge. übrigens auch ein Shot. Ja, Von sechs Blöcken. das hier ist der Aufzug. Nein, Genau, das ist der Spaß. Aufzug. Das ist eine Treppe, die ist der Aufzug, genau. Ja, hier kann man entweder Ja, eine es Leiter ist. benutzen. Ja. Eine Oder dunkle. versuchen, an der Wand hochzuklettern. Oh mein Gott, ich kann hier hochklettern. Nein, Spaß. Naja, Spaß beiseite. Das sind die Entweder Aufzüge. hier gab es einen Kommentar von Warcraft 3RLP. Also Warcrafter LP hatte sich nach Aufzügen, also wie soll man das nennen, Ja, der hat sich halt einfach Aufzüge gewünscht. gewünscht. Genau. Genau, und Und da das haben wir natürlich auch seinen. schon realistischer Vorschlag ist. Also Aufzüge sind schon was relativ realistisches in so einem Mega-War hier. Haben wir es gemacht, so sehen die von außen aus, also relativ klein. Haben wir selbst gebaut, also irgendwie nicht aus dem Internet oder so gezogen. Also Technik ist natürlich bekannt, also es ist mit den Pistons hier. Funktioniert tatsächlich einwandfrei, also wenn ich mich genau in die Mitte stelle, funktioniert das. So. Und Mach dann auf der werden. anderen Seite. Ja. Dann kannst du das von außen Ja. fahren. Mache ich. Ja, geil, hat nicht funktioniert. Ich stand nicht richtig. Schade. In dem Fall wären wir jetzt übrigens tot. Nein. Ich bin nicht mal bis oben. Ich bin nicht mal einen Block nach oben gekommen. Ja, gut dann. Das Also. Praktische ist hier, dass das versteckt ist. Genau, das sieht man überhaupt nicht. Das heißt, es ist kein Optikfehler im Auge, keine Ahnung. Knick in der Optik. Knicken auf, genau. Dann hat man hier die Leiter, falls man den Aufzug nicht benutzen will, weil man gerade einen scheiß Ping oder so hat. Es kann natürlich immer mal vorkommen, man hat diesen Schnellfalltunnel. Dann kommt man direkt nach unten. Und das muss man sagen, man ist, auch wenn das so riesig ist, das Ding. Ja, ich. Gerade genau der gleiche Fail, lol. Okay, zwei Aufzüge auf einmal sind ein bisschen hart, okay. So, dann sind wir Nö, hier in geht diesem. eigentlich. Ja, dann sind wir hier in diesem Bereich, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, das ist jetzt so Treppenhausbereich im Endeffekt. Also hier hat man einmal ein Treppenhaus. So, können wir einmal komplett runtergehen. So, das geht bis hier und dann können wir auch wieder hochgehen. ne, Spaß, das zeigen wir jetzt einmal von außen. Hier hat man ein Treppenhaus und da hat man ein Treppenhaus, weil hier ist der eine Aufgang und hier ist sozusagen nochmal von der linken, ja, von der rechten Seite, von hinten jetzt aus gesehen, haben wir das gleiche nochmal, also das mit den Aufzügen hier. Warte. Da waren wir. So. Haben wir hier nochmal das gleiche. Gut, die sind hier oben schon miteinander verbunden. Also hier sind die schon verbunden. Und hier kommt man auch gleichzeitig zum grünen Bereich. Also in Warum? die Richtung kommt man zum grünen Bereich. Und das wird hier auch noch alles ausgeschildert schön. Hier Ich hinter kommt man dann nochmal zum grünen Bereich. Und auch der ist natürlich an jedem Durchgang, wo hier so ein Farbwechsel ist, sind hier Shots zwischen. Ja, und dann kann man eine Etage weiter runtergehen. Und kann da auch
etwas benutzen. Was denn? Oder? Hier müsste auch ein Schnellfalltunnel sein. Ja, hier. Ja. Der hier. Ja, es ist relativ primitiv, einfach mit einer Tür, aber man greift auf den gleichen Schnellfalltunnel zu wie da oben. Das sieht man ja. Und kann dann halt aus jeder Höhe einmal runterspringen. Das ist ganz praktisch. Ist auf jeden Fall wieder... Das ist auf jeden Fall wieder ganz praktisch für die Mobilität. Hier kommt man direkt zur ersten Kanone. Was gleich mal eine riesige 80er Shotgun, eine riesige 80er Stichkanone ist. Oder 60er. Shotgun, genau. Genau, Shotgun. Shotgun mit einem leichten Stich. Ja gut, die kennt ihr eigentlich schon. Wir werden aber nochmal einen Kanonen-Let's Show dazu machen, glaube ich. Sehr alte Kanonen, muss man dazu sagen. Übelst alt, die sind, ich glaube, die sind fast ein Jahr alt. Über ein Jahr. Ja. Deswegen sind die auch noch relativ unnötig aufgebaut. Von ES-Zeiten. Ja, echt so. So, dann sind wir hier. Das war auch schon tatsächlich die Etage. Ob das jetzt miteinander verbunden wird, wissen wir noch nicht, weil ich dachte, man könnte hier übelst geil so eine kleine Zwischenbrücke oder so reinbauen. Wobei das, glaube ich, von der Technik her kaum noch möglich ist. Aber egal. Ja. Ist es möglich wahrscheinlich. Dann kommt man hier runter und ist man halt hier eine Etage tiefer. Und dann kann man hier rechts oder links. Hier ging das leider nicht anders. Mal sehen, vielleicht werden wir es auch anders lösen, weil hier ist direkt Technik hinter, ne? Dann hat man hier wieder den Zugriff auf den Schnellfalltunnel. Und hier nochmal eine große Kanone. Das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch, das ist gespiegelt. Und dann kommt man hier zu einem Bereich, der gerade noch fett im Bau ist. Das sind nämlich die leicht belichteten Pflanzen. Ja, was passiert, wenn man keinen Platz hat? Man macht sowas. Ja. Also, wenn man den Aufzug benutzt, sieht man, dass die Pflanzen ganz kurz nicht mehr leicht belichtet sind. Es ging nicht anders, weil hier ist so unglaublich wenig Platz, weil hier auch noch irgendwie ein Schott zwischen muss und das ist nur zwei Blöcke breit und wir müssen ja eigentlich jeden Bereich abschotten. Deswegen ist das noch so ein bisschen hässlich, es wird aber alles verschönert. Dann kommt man in den roten Bereich und den kennt ihr schon. Genau, deswegen mit den, zeigen mit wir der TNT-Station. Genau. Ja. Doch, du kannst die Relation nochmal zeigen. Weil von ja, der gut, Kanone. Stimmt. Ja. Weil die andere ist ja echt so fett riesig. Ja, also die andere Kanone, die ist eigentlich so worst case, wenn du im Endeffekt keine Kanone mehr hast. Das hier ist dann so die Standardkanone, die ist, warte mal, 18. Die ist groß. 14 mal verbaut. Ja, ich glaube, die ist 14 mal verbaut, ja. Kann sein, ja. Weil wir haben 4 große und 14 kleine, ja. Insgesamt 18 kleine, ja. Ja gut. Ist schneller zu beladen, auf jeden Fall. Die ist auch relativ easy zu beladen, also ich kann einfach mal... Nein. So, ja, das mache ich jetzt nicht hiermit, weil es können überall Redstone-Bugs sein. 1, 2 und dann springen oder man macht hier... Man lädt das hier voll und dann setzt man hier noch einen drauf und dann macht man hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, geht relativ schnell. So, und ja gut. Extrem langer Lauf. Also wir können hier gerade mal testen, wie lange der... schon kaputt. Kann sein, ja. Du hast die kaputt gemacht. Wieso? Du hast einen Block abgebaut. Ah! Alter! Ich komm nicht drauf klar, Alter. Ich nehme eine andere Kanone. So, jetzt reicht's mir. Ich komm da nicht mehr rein. Du hast sie eh kaputt gemacht. Also. Ja. Ja gut, also... Oh, die ganze Technik. Och, nee. Was laberst du? Guck mal hier unten. Gemacht. Da unten hast du einen Block abgebaut, das ist was da hingeflossen. Ach du Scheiße. Nein! Ja gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist leicht wieder machbar. Ja, das müssen wir nicht jetzt machen. Doch, das müssen wir jetzt machen. Ich vergesse das sonst, Alter. Ja, die wenigsten wissen, dass die erste Reihe, die hier oben ist, alles nur Ansetzer sind. Ja, die erste Reihe ist komplett nur Ansetzer, aber ja. Nur ein Tick-Ansetzer, zwei Tick-Ansetzer. Es gibt nur einen TNT-Ansetzer, keinen Pistenansetzer. Ja. Nein, also Pistenansetzer ist möglich, aber es ist ein bisschen überflüssig. Dafür waren die Kanonen zu eins. Ja. Und man sieht auch schon einen krassen Unterschied, also, oder sieht man das? Ich weiß gar nicht. Nee, stimmt gar nicht, sorry. Alles gut. Ich dachte, wir hätten das noch hier, dass man hier die Pistons hat, im Endeffekt wie hier. Dass alles reinfällt, aber hier haben wir das schon genutzt, dass man hier noch diese zwei Blöcke setzen kann. Ich wollte hier eigentlich das machen, genau. Ich wollte mal gerade die Panzerung messen, wie viele Blöcke das eigentlich sind.
70, 80, 90, 100. Endstone sind 111. Ja, das kann man nicht vergleichen. Hier geht es ja noch weiter nach So, vorne. ja, Also Endstone sind wirklich, außer keine 111. Panzerung. Keine Panzerung, also sind so 119. Ich sag mal so, ja, ungefähr 115 Blöcke Panzerung. Ja, Endstone-Panzerung tatsächlich 111 Blöcke. Ist, glaube ich, ganz ordentlich. Wobei das auch eine der unterliegenden, also der ganz unten hier, der Kanonen sind. Und kaum einer weiß, dass die Kanonen keine Baustelle haben. Ja, die haben hier diese Falltüren. Ja. Ja, war damals ganz innovativ. Die SFA, das ist die hier, hat. Die braucht zwar keine Panzerung, aber hat 129 Blöcke Panzerung. Ah, diese Relation, das ist so geil. Und je höher, umso weniger Panzerung haben die Kanonen, ne? Also hier oben hat die Kanone nur noch. Das Ja, ist eine nicht wundern, schöne dass das hier SFA. ist, nur noch 73 Blöcke Panzerung. Wobei das auch noch ausreichend ist. Ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne SFA, ja. Ja, ihr habt richtig gehört. SFA. Ja, Nicht ich. MG. Nee, nee, SFA. Ich glaube, das ist sozusagen, glaube ich, die größte SFA, die es momentan gibt, ne? Ja. Ich weiß nicht, die Höhenstreu-SFA, die wir noch hatten, die ist, glaube ich, immer ein bisschen größer. Ja, und die ganz großen Kanonen haben 148 Blöcke Panzerung, also Worst Case, ne? Ihr wisst schon. Gut, dann können wir noch eine ganz kurze Sache zeigen. Ich weiß nicht, dann sind wir auch fast fertig. Das hier ist ein Mega-Wargear und ein Mega-Wargear ist jetzt nicht so schlimm, wenn hier mal ein TNT abprallt, weil da passiert sowieso nichts. Deswegen haben wir gesagt, ja, okay, leichter Schaden ist hier. Heißt, wenn wir uns das mal anschauen, leichter Schaden ist da, wo sozusagen hier oben das Ende ist. Das ist alles gleichgesetzt, alle leichten Schadenssensoren sind hier und alle schweren Schadenssensoren sind hier. Wenn jedoch ein schwerer Schadenssensor aktiviert ist, dann ist es bei dieser Kanone zum Beispiel hier oben schon echt kritisch. Also da hat man hier auch innen eine Anzeige. Leichter Schaden, schwerer Schaden, leichter Schaden, schwerer Schaden, so. Das wird natürlich noch alles ein bisschen schöner gemacht. Ja, und wenn wir hier mal reingehen, so, hier beim leichten Schaden, heißt, dann wäre. Ja. Das hier alles schon im Arsch und das ist tatsächlich noch nicht so dramatisch viel, oder? Wo sind wir Was? denn Wo hier bist du? überhaupt? Ja, das Bist frage ich du mich auch überhaupt? gerade. Das frage ich mich gerade. Bin in der Brücke. Wo Ja, bist du? doch. Also dann. Warte mal. Dein Ernst? So. Wenn ein leichter Schaden aktiviert wird, dann ist tatsächlich schon die Brücke fast angekratzt. Stimmt das? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß gerade auch nicht. Nein, stimmt nicht. Also wenn. Hier, Ach also so, da bist hier du. ist die Brücke und hier ungefähr ist der leichte Schaden. Das heißt, wenn der leichte Schaden aktiviert ist, ist schon die Mannschaftskabine im Arsch. Aber das. Ja. Wir wollten Ja, die sind das. aber dann schon längst draußen aus dem Eben. Mannschaftskabine. Ja, genau. Und Und. hier ist die Cafeteria. Die noch nicht da ist, ja. Da müssen wir gucken. Ihr habt ja beim letzten Zwischenstand wahrscheinlich genauso gesehen. Wobei, also wir müssen sagen, das ist ja so eine Mischung aus Kampf-Wargear und Designer-Wargear. Weil Mega-Wargear kann nicht nur Kampf-Wargear sein, das ist einfach nur. Ich finde das crap. Also dann sollte man schon gute Technik und so einbauen, weil man hat so viel Platz und das sollte man ausnutzen. Allerdings war es halt vom Schaden her, also es ist halt eher ein Kampf-Wargear. Deswegen macht es mehr Sinn, wenn man an jeder Kanone einen Schadenssensor hat, der realistisch ist. Ich meine, wenn man an der Kanone einen Schadenssensor hat, einer Kanone, die 100 Blöcke Panzerung hat, einen Schadenssensor hat, der bei einem Block Panzerungsbeschädigung im Endeffekt auslöst, ist es absolut unnötig. Ich meine, es interessiert ja niemanden. Ne? Und deswegen, ja. Ich glaube, das war's auch schon. Ich muss gerade mal gucken, ob wir. Ach ja, genau. Was, was, was? Hier unten in der Brücke. Es geht nicht. Hier ist zu viel Technik. Ja, so geht doch. Hier ist noch ein Feld frei. Das Feld ist frei. Da hatten wir uns gedacht, dass ihr euch das ausdenken könnt. Keine Ahnung. Weil Baum.
Könnt ihr euch aussuchen, was hier hin soll. Was soll angezeigt werden, wenn was passiert, dass das hier blinkt und keine Ahnung. Weil das ist noch frei, das ist noch nicht vergeben. Und gut, dann kann ich... ich will es zeigen, René. Es tut mir leid, aber ich will es einmal kurz zeigen. Nein, 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 das brauchst du nicht zeigen. Aber ich will das zeigen. Ich will es nur einmal... Weil das interessiert keinen. Ja, ich will einfach mal zeigen, was ich noch so für Hobbys habe. Komm schon. Ich zeig's einfach, komm. Also hier hinten, ich hab mal so ein bisschen mit. Ich hab mal so ein bisschen mit Binärcodes und so und Minecraft in. Wie nennt man das? Computer in Minecraft und so rumgespielt. Das hier ist so bei rausgekommen. Ich will das jetzt nicht größer sagen, weil es René aufregt. Ja. Naja, okay, ich würde sagen, das war's vom heutigen Video. Wir sagen ciao, bis zu einem anderen Video.